Jo, wahrscheinlich. Someone was capturing the Wendigos. Had them all tied up in these restraints. I saw some real fucked up shit. Wow. I must have just let them all out when I blew the place up. Huh. Smooth move. Ah, es war nicht mit Absicht. Weil Feuer und so, ne? Das. Oh. Beths Uhr. Ein leeres Grab und Beths Uhr liegt hier im Dreck. Jemand oder etwas hat ihre Leiche ausgegraben. Hannah hatte Hunger. Dr. Bone wurde am selben Tag ermordet wie diejenigen, die auf dem provisorischen Friedhof begraben wurden. Sieht wie ein teilweise verwandelter Wendigo aus. Ein weiterer Todesfall vom 25. Februar 1952. Es muss ein Massaker gegeben haben. Die Wendigos im Sanatorium müssen all diese Menschen umgebracht haben. Alter, what the fuck? Das habe ich mir doch schon alles angeguckt. Das meine ich. Sometime after the prospectors came to mine this mountain and driven mad murderers. Human flesh. Taunt them with fire. Machu still roam until one night. No! I couldn't save you. Na, das wird witzig. Mike war allein im Sanatorium. Zwei Schmetterlingsinfekte fehlen uns noch. Das wird gerade echt immer schlimmer hier. Hier ist das abgebrochene Kreuz, was Emily gefunden hat. Hä?
Henna hatte Hunger. Fine. I'm going in. Oh. Come on, it's okay. You sure? I'm not dead yet. Famous last words. Oh, it's freezing. I can't feel my fingers. Das Totem der Führung. Momentchen mal, bitte. Ach nee, das wollte ich gar nicht. Führung war's. Waren die gut oder waren die schlecht? Weil man kann da wieder hoch. Ich möchte da ehrlich gesagt nicht lang, weil das Totem der Führung uns woanders lang geschickt hat. Und ich habe Angst, dass man dann nicht mehr zurückkommt. Gut, da ist nichts. Mike, wir gehen da nicht lang, wir gehen woanders lang. Da kommt man nicht lang, ich sehe es schon. Tag 1. Meine kleine Schwester ist tot. Sie hat den Stoß nicht überlebt. Ich habe gesehen, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Mein Bein ist gebrochen. Ich bin ganz alleine gefangen mit Beths Leiche. Bald wird jemand kommen. Ich war noch nie so hungrig. Es fühlt sich an, als würde mein Magen sich verdrehen. Ich habe mir Beths Pulli genommen. Jetzt ist es viel wärmer. Sie passt immer noch auf mich auf. Es tut mir leid, Beth. Ich habe keine Wahl. Sorry. I had no choice. What does it mean? Jesus. Na was wohl? Guten Hunger. Meine Hände fühlen sich schmutzig an. Meine Nägel sind ausgefallen, herausgedrückt. Ich habe Schmerzen, aber mir ist nicht mehr kalt. Kein Schmerz. Ich werde stärker. Der Rest der Schrift ist nur noch Gekrakel. Schmetterlingseffekt. Laut eines Tagebuch war sie wochenlang allein unten in der Mine. Sam fand Hannahs Aufzeichnung über ihre Notlage. Oh Gott, it makes sense. I think Hannah dug up Beth. It was Hannah. No, that's ridiculous. Michael, it has to be. It's the only thing that makes sense. Beth died in the fall. So what? What does that mean? So Hannah must have buried her. God damn it. God damn it. Hannah was down here. I don't believe any of this. She would have been starving. She would have been desperate. Fuck! We need to find Josh. Right now. Das ist
Eine sehr wichtige Entdeckung. Einer der Gründe wahrscheinlich, warum uns das Totem das gezeigt hat. Ich bin gerade sehr froh, dass ich das gesehen habe. Denn es fand eine Schmetterlingsaktualisierung statt. Heißt, irgendwas verändert sich. Heißt, wir können jetzt ohne groß Angst zu haben. Ich sollte vielleicht das Licht in der Kamera anmachen. Ich merke gerade, es wird dann doch zu. So, jetzt seht ihr mich wieder. Vielleicht hat es ja gepasst, ich weiß es nicht. Aber es wird mir gerade zu dunkel draußen. Vielleicht. Ich werde mich hier nochmal umschauen, nochmal hier oben. Weil ich glaube, im Wasser dürfte nichts liegen. Da sieht man ja auch nichts. Hier ist so nix mehr, ne? Ne, sieht gut aus. Na dann. Das ist Matts Kopf. Mental jacket. We didn't think we'd get you back. Josh, Hannah was down here for weeks, a month. She dug Beth up. Sam. Mike. Hey, let's just get the fuck out of here. Okay. Josh, do you have the key for the cable car? Yeah. Here. Oh, God. See that over there? That means there's a direct way out. Come on. There's no way Josh is gonna make it up there. Okay, if you help me up, I can go back to tell the others we're okay. Yeah. Yeah, good. You bring Josh back the way we came and we'll all meet at the lodge. Be careful. Yeah, you too. All right, let's go, you fucked up son of a bitch. Na, das wird jetzt ein super Trip mit Josh. I'm sorry about before, man. I thought you killed Jess. I was wrong.
Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Oh, Mike, das wirst du doch wohl gesehen haben. Und er läuft direkt drauf zu, der Idiot. Das war so klar. Was hat denn bei dem da gezuckt, bitte? Die hat die meiste Zeit über geschlafen. Die hat die ganze Party verpasst. Wo ist die überhaupt? Dann taucht sie plötzlich wieder auf. Man denkt sich, oh ja, okay, die ist tot. Und auf einmal taucht die wieder auf. Was ist los mit der? Oh je, Mine. Ups. Na gut, man ging eh davon aus, dass die tot ist.